haben Sie Viviana Steinhaus, die Schiedsrichterin. Sie kennt die Atmosphäre im Kieler Holstein-Stadion. Ganz im Gegensatz zu den Spielern von Hansa Rostock in Rot. Von den ersten Elf heute war im Dezember 2014 beim letzten Derby kein einziger Spieler auf dem Platz. Der Einzige, der sich an die damalige 0:4-Klatsche erinnern kann, ist der Trainer von Hansa Rostock, ist Carsten Baumann. Da kommt er, also Altlasten schleppen seine Spieler, die von Hansa, nicht mit sich rum. Das ist auch gut so. Belasten könnte höchstens die Statistik sein. Seit 7 Jahren, nämlich seit 2008, hat Hansa Rostock hier in Kiel nicht mehr gewonnen. Das wiederum sollte Ansporn für Holstein Kiel in Blau sein, die ja nach dem starken dritten Platz in der letzten Saison momentan noch nach ihrer Form suchen. Und das heute ohne den Ex-Rostocker, ohne Dennis Weidlich,